Nein! Ach so, kann ich auch nicht. Die kooperieren nämlich, glaube ich, mit den Orken. Das ist richtig dumm. Die Orkhunde heißen halt nicht Orkhunde, sondern Orkhunde mit C. Das ist auch voll dumm. Weil Orks sind da O-R-K. Und der hier ist O-R-C, Hund. Keinen Sinn. Manchmal sind im Tagebuch auch ein paar kleine Fehler und dann steht da auch O-R-C. Ja, die Orks. Jetzt mit Bolzen. So, da bin ich wieder. Die Aufnahme ist gerade irgendwie im Ladebildschirm abgestürzt. Sowas kann auch nur mir passieren. Kommt her. Ach, ich wollte hier doch mit Bolzen spielen. Ah, scheiß Blatt. Natürlich auch von ganz Anfang an das Spiel unglaublich leicht machen können, indem ich einfach nur auf Bogen skille oder so. Oder einfach nur auf Armbrust und Geschicklichkeit und sonst was. Und dann sind die Gegner halt tot, bevor sie bei mir sind. Aber das finde ich irgendwie langweilig. Außerdem hält man dann kaum was aus. Ich habe jetzt schon, also bevor die mich töten, dauert es schon ein Weilchen. Aber trotzdem, so Bogen und so permanent finde ich scheiße. Wo geht's denn da hin? Oh, ein vereinzelter armer Ork. Leisten wir ihm ein bisschen Gesellschaft. Das ist sogar noch ein Ork. Schlecht, mein Junge, schlecht. Hat nichts. Zu euch kommen wir später. Ich hake erstmal noch das Gebiet hier ab, weil hier geht's gleich zu Pablo, den ich schon getötet habe. Oh. Ist das Bergmoos oder Drachenwurzel? Jetzt sterben. Jetzt nähern die sich wieder so dumm. Leichter für mich. Bergmoos. Damit kann man leider nichts machen. Ich glaube, die Drachenwurzeln kommen erst in Gothic 2. Die sehen dann so aus. Die geben Stärke plus 1. Wenn man die in einem Trank verarbeitet, gibt der Stärke plus 5. Finde ich gut.
Boah, was ist denn jetzt los? Mach die Tür auf und geh rein. In Gothic 2 erwartet uns in diesem kleinen, unbescheidenen Raum auch eine Überraschung. Ach, die Truhe knackt. Aber das dauert ja noch ein bisschen, bis wir eigentlich da sind. Ja. Was gibt's denn hier noch? Wenn man hier hochgeht. Da hinten ist das alte Lager. Hier ist eine Klippe. Nein. So. Okay, musste ich wenigstens nicht hochklettern. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, was es hier oben alles gibt. Jetzt kletter da hoch. Wie ging das denn nochmal? Ach so. Eine Höhle, in der nichts ist. Wow. Wow. Just wow. Ey, sowas regt mich auf. Ist irgendein Pfad? Joho, und da bin ich wieder. Die Aufnahme ist gerade wieder abgestürzt. Danach hatte ich dann einfach keine Lust mehr. Und jetzt ist wieder ein hübsches Stündlein vergangen. Stündlein mal 2000. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Hab bis dahin wieder weitergespielt. Und ich habe keine Ahnung, wo das gerade ist. Wir gucken einfach mal direkt weiter. Ach, hier oben geht's zu dieser komischen Ruine, oder nicht? Aha. Gut, dann haben wir da auch ein großes Gebiet direkt gesehen. Außer halt, wenn man diesen Pfad... Oh. Ich hätte hier gar nicht hochklettern brauchen. Denn hier führt nämlich ein Pfad direkt da unten rechts neben dieser Schlucht entlang. Okay, meine Kletteraktion war unnötig. Egal. Ich muss schon sagen, in der Zeit hat sich auf meinem Kanal schon einiges getan. Ich lade gerade momentan noch Part 41 hoch. Ich lade jetzt schon jeden Tag ein, manchmal sogar zwei Parts hoch, aber mittlerweile bisher nur auf privat. Weil ich hab einfach keine Lust auf das mit Freischalten und Hochladen aufnehmen und so einen Scheiß, da bin ich sehr faul. Deswegen mache ich erstmal ein halbes Display auf Vorrat. Ich find's ja halt besser. Oh Gott, als ich die ersten Parts hochgeladen habe und angeschaut habe, oh Gott, waren die scheiße! Die waren so unglaublich scheiße und richtig langweilig. Und richtig scheiße vor allem, also mir fällt kein anderes Wort dazu ein. Das ist Selbstkritik und das ist gut. Das ist Xadas ganz alter Turm. Da ist der neuere. Und in Gothic 2 hat er noch einen neuen. Und in Gothic 2 kann man auch noch die alten hier sehen. Könnte ich jetzt hier ins Wasser springen, dass ich auch ohne Probleme wieder reinkomme? Ja, ich denke hier. Gut, da sind wir dann also hier. Schauen wir doch mal direkt in den Turm. Der sieht sehr verkümmert aus. Wenn hier jemand das Let's Play guckt, dann weiß er wahrscheinlich noch gar nicht, wer Xadas ist. Aber zu dem kommen wir ja noch. Da sollen wir jetzt ja eigentlich auch...